Verena hat zwei künstliche menschliche Wesen erschaffen und ihnen das Wissen einer KI verliehen. Anschließend schickte sie die beiden mit einem getarnten Drohnenschiff zur Erde zurück. Das Drohnenschiff ist technisch ausgestattet mit einer KI, einem Replikator und Bewaffnung. Die Agenten wurden so entwickelt, dass sie bei medizinischen Untersuchungen als echte Menschen durchgehen können. Als letztes Mittel tragen sie außerdem eine Schockwaffe in ihrer linken Hand sowie einen Notfalltransporter. Die Aufgabe der Agenten besteht darin, sich dem wiederauflebenden Syndikat anzuschließen, um letztendlich an die Spitze des Syndikats zu gelangen und den Weg für eine bessere Zukunft der Menschheit einzuschlagen. Offiziell agieren die beiden Agenten Lea Wang und Liam Wong als lizenzierte Detektive. Inoffiziell haben sie Kontakt zum Syndikat aufgenommen und eine kleine Bande innerhalb des Syndikats identifiziert. Diese Bande hat heimlich Gelder vom Syndikat gestohlen. Nachdem Lea Wang dies Lu Jim, dem Boss der mittleren Ebene, gemeldet hatte, erhielten sie von ihm den Auftrag, zusammen mit Liam diese Bande unschädlich zu machen. Gleichzeitig sollte dies auch als Beweis ihrer Loyalität gegenüber dem Syndikat dienen. Noch am selben Tag bzw. in derselben Nacht erfüllten Lea und Liam ihren Auftrag erfolgreich. Oh, King Buyao, Ni Buneng. Dan Chibuki. Nett. Offenbar schert sich keiner um sie. Zwei Tage später sprach Lu Jim beide beim Essen an. Ich habe euch beobachten lassen. Die Person, die euch beobachtet hat, sagte mir, dass ihr beide äußerst effizient wart. Ihr wärt mit den drei Zielen so schnell in der Dunkelheit verschwunden, dass mein Mann euch nicht folgen konnte. Was natürlich den Schluss nahelegt, dass ihr das nicht das erste Mal gemacht habt. Ist das richtig? Wir sind auf sie zugekommen und haben ihnen ein Leck, in dem ihr Geld verschwindet, offeriert. Wie konnten wir das bemerken? Wie konnten wir die Schuldigen ausfindig machen? Sind wir nun Profis oder Anfänger? Mr. Lu, was soll diese Frage? Ein Scharfschütze hat sie im Visier. Hier stehen drei Leute von mir und sie sind nur zu zweit. Also beantworten Sie mir meine Frage. Mr. Lu. Innerhalb von wenigen Sekunden liegen die drei Männer von Mr. Lu tot auf dem Boden. Der Scharfschütze versucht sein Bestes, doch die Kugeln, die er abfeuert, bleiben in der Scheibe stecken. Jetzt sind zwei Pistolen mit Schalldämpfer auf Mr. Lu gerichtet. Mr. Lu. Ich richte Ihre Frage an Sie. Was denken Sie, sind wir Profis oder Anfänger? Mr. Lu kommt offensichtlich ins Schwitzen. So schnell wie die ganze Aktion gegangen war, wusste er ganz sicher, dass er Profis vor sich hatte. Der Scharfschütze hat alles gesehen. Es wird nicht lange dauern. Dann sind mehr Leute hier, als ihr Munition habt. Was natürlich keiner wusste, dass die KI im Drohnenschiff den Scharfschützen nach dem zweiten Schuss einfach unbemerkt teleportiert hatte. Auf den Dächern gegenüber sind überall von uns ausgelegte Fallen. Die Folie auf der Scheibe haben wir unbemerkt in den Morgenstunden aufgeklebt. Ihr Scharfschütze ist mit Sicherheit von unseren Fallen getötet worden. Drei Ganoven beklauen das Syndikat und sie bemerken es nicht. Ich denke, die drei haben für sie gearbeitet und die Aktion hier war für uns gedacht. Wir sollten jetzt beseitigt werden. Ich habe doch recht, Mr. Lu. Aus dem hinteren Teil des Lokals kommt eine junge Asiatin. Mr. Lu erkennt sie sofort. Es ist die Bodyguard seines Vorgesetzten. Zuerst wollte ich es nicht glauben, als ich dann hörte, dass sie die beiden beauftragt haben. Ihre eigenen Leute zu eliminieren, war ich noch unsicher. Aber nachdem jetzt bin ich froh, dass die beiden zu uns kamen. Ich bin gespannt, was wir in ihrem Haus finden, wenn wir es durchsuchen. Während Lisa die Mechaniker zum Saubermachen ruft, regelt Lea mit der Restaurantbesitzerin den finanziellen Teil des Abends. Jum, ich weiß, es waren nur 500 ausgemacht. Ich habe noch einen Bonus von weiteren 500 draufgelegt. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Aber sicher, ich habe nichts gesehen. Das Restaurant war heute geschlossen, weil ich die Küche geputzt habe. Schließlich muss ein Restaurant auch sauber sein. Ich danke dir, Jum. Jederzeit wieder, Miss. Ich habe heute sehr viel verdient.
Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug, Mr. Lu. Der ehrenwerte Mr. Eka wartet schon auf Ihren Besuch, Mr. Yu. Wir können doch verhandeln. Ich kann euch so viel bezahlen, dass ihr nie wieder arbeiten müsst. Moment, ich überlege. Ja, tun Sie das. Ich bezahle Sie fürstlich. Nö, ich hab's mir überlegt. Ich bringe Sie zu Mr. Eka. Für einen Moment dachte ich wirklich... Offenbar hat Mr. Yu mit Zitronen gehandelt. Am nächsten Tag sind Lea und Liam wieder bei ihrer offiziellen Arbeit. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Der Gerichtsmediziner teilt den beiden sein erstes Ergebnis mit. Doktor, was können Sie uns vorab sagen? Für mich sieht es nach einem Raubmord aus. Den beiden armen Gestalten hier wurde alles abgenommen. Die einzigen Beweise, die ich habe, sind 4 Hülsen aus einer 9 mm. Sonst habe ich nichts. Doktor, können wir uns schon umschauen? Ja, selbstverständlich. Das bisschen, was zu sichern war, habe ich gesichert. Lea und Liam besitzen Sinne, die weit über dem liegen, die dem Gerichtsmediziner zur Verfügung stehen. Sie konzentrieren sich auf den Tatort und eine Spur wird für die beiden sichtbar. Gerade noch rechtzeitig gehen Lea und Liam in Deckung. Einen Moment später fliegen ihnen schon die ersten Kugeln um die Ohren. Das Ganze ist von Anfang an als Hinterhalt geplant. Die Schüsse sind einfach zu präzise. 2 Treffer hatte ich schon in meinem Schild. Ich hatte auch 2 Treffer. Ich gebe dir recht, das ist kein einfacher Ganove. Ich habe sie doch getroffen, die müssten eigentlich krepieren. Dank ihrer Schilde stecken Lea und Liam jeden Treffer weg. Das ist ein Profi, wieder 2 Treffer. Bei dir? Dito, habe ebenfalls 2 Treffer kassiert. Es wird Zeit, dass wir ihn ruhig stellen. Sag mal, du Anfänger, warst du schon mal auf dem Schießplatz? Das gibt es nicht. Ich bin mir sicher, dass ich sie erwischt habe. Als Liam und Lea das Gebäude verlassen wollen, bemerken sie gerade noch rechtzeitig einen Trupp schwer bewaffneter Söldner, die offensichtlich im Begriff waren, das Gebäude zu stürmen. Durch den Hinterhof gelingt Lea und Liam die Flucht vor der Enttarnung. Rachel, Fluchttunnel sofort.